Hallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ja, ihr könnt natürlich gerne abschalten, wenn ihr das Video nicht sehen wollt, beziehungsweise noch nicht so weit seid. Aber ja, ich möchte euch ganz gerne Darkness Regent von Joseph Gallion vorstellen. Das ist das 18. Band in dieser 21 langen Reihe. Und ja, es ist halt so, ja, ich kann nicht sehr viel sagen, also sie gehen natürlich immer noch gegenüber Schattenschwinge vor und ja, also es ist sehr schwer jetzt schon beim 18. Band jetzt irgendwas zu sagen. In dem Band geht es halt größtenteils darum, dass viel passiert, also dass Delilah, Manoli und Camille eigentlich schon so ein bisschen die Zukunft sehen, wo sie eigentlich landen, und ja, also sie haben schon eine gewisse Zukunft im Augenschein, beziehungsweise wo sie wo sie jetzt im Lauf der Dinge reingeraten sind. Und ja, also sie kämpfen ja immer noch gegen die Dämonen, also wie gesagt gegen die Schattenschwinge. Immer noch nicht der große Kampf überhaupt, war noch nicht. Die hier sind wahrscheinlich in den letzten drei Bänden drin. Auf jeden Fall kommt es hier drin zu einem Kampf zwischen den Schwestern und Telasha, den man schon von den früheren Bänden her kannte, und plötzlich auch Nerissa verschwindet, und ja, sie hat halt auch sehr viele Dinge zu tun, die Manoli, weil dadurch, dass sie ja ein Vampir ist, hat sie eben nicht so, dass sie tagsüber ja draußen rumgehen kann, sondern tagsüber schläft. Und ja, also daher ist es so gekommen, dass sie Nerissa irgendwann auch entführen. Das steht auch hinten drauf, also das ist jetzt kein Spoiler an sich. Aber ja, ich weiß nicht, wie viel ich dazu noch sagen soll. Also ich glaube, bei den letzten drei Wänden werde ich nicht so richtig noch was machen. Es ist schwierig. Okay, ja, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat das trotzdem ein bisschen gefallen. Und ja, bis demnächst. Ciao.